hallo, schönen guten Morgen zum Video heute bei der Firma Niesmann Caravaning in Polsch. Denn mein Wohnwagen muss zur Dichtigkeitsprüfung einmal im Jahr. Der René wird die Dichtigkeitsprüfung machen. Genau. Vielen Dank, René, dass du mit uns das Video drehst. Gerne. Weil es ist bestimmt für einen oder anderen interessant. Ich habe es auch in vielen Foren schon gelesen, wo die Leute fragen, Themen zur Dichtigkeitsprüfung. Warum überhaupt? Was wird da genau gemacht? Und so weiter. Und diese Fragen beantworten wir. Eins, zwei Fragen stellen wir vorab und dann lassen wir den René mal arbeiten und schieben die anderen Fragen hinterher. René, die erste Frage, warum sollte man überhaupt eine Dichtigkeitsprüfung machen lassen? Dichtigkeitsprüfung generell einfach nur, um natürlich die Garantie erstens zu bewahren, aber auch zweitens, um sich sicher zu gehen, dass keine höheren Schäden entstehen im Laufe des Benutzungsprozesses einfach vom Wohnwagen. Ja. Wir wollen ja durchgehend ein Produkt haben, was funktioniert und was ja unseren Ansprüchen irgendwo entspricht, ne? Okay, und ja, das heißt, deswegen sagt doch der Hersteller, schreibt jährlich eine vor, dass jetzt die Schäden über sich mehrere Jahre aufbauen. Genau. Weil so wird es spätestens einmal im Jahr dann geprüft und notfalls auch festgestellt. Ne? Ja, man darf halt, man muss ja immer nur bedenken, wir nehmen immer nur eine Momentaufnahme. Heißt, ja, wenn ein Wagen reinkommt, wir haben diese eine Stunde Zeit, das Ganze zu prüfen und wollen ja dann auch den Gesamtzustand vom Fahrzeug feststellen können. Heißt, Fahrzeug kommt rein, wir machen die Prüfung, wenn wir was sehen, muss es gemeldet werden und dadurch kann der Hersteller sich diese ganzen Daten zusammenfassen und auch generell eine Übersicht erstellen, wie viele Fahrzeuge sind wo undicht, um zum Beispiel Rückrufaktionen von sich aus zu starten. Ja, okay, aber das ist gut. Es gibt ein paar Hersteller, die sowas machen. Okay. Und auch generell halt, um, ja, wie schon gesagt, das größere Schäden halt einfach zu vermeiden. Okay. Wir wollen ja nicht, dass aus einem kleinen Wasserschaden, der irgendwo an einem Fenster entsteht, ein ganzes Heckwand, Seitenwandtausch entsteht. Genau, weil die Feuchtigkeit zieht in die Wand rein, das wäre dann ein großer Schaden. Ne? Du warst eben schon beim Thema, wenn Undichtigkeit festgestellt wird, was wäre denn dann zu machen? Du stellst jetzt eine Undichtigkeit fest, das heißt, du musst das hier ans Werk melden. Wie läuft sowas ab? Vielleicht auch mal interessant für manche. Ja, wir melden das Ganze letztendlich über eine Garantieabwicklung. Jeder Hersteller hat da seine eigenen Portale für. Wir melden das im Portal und schicken denen eine Anfrage mit Bebilderung, mit Beschreibung und zur Not auf Feuchtigkeitswerten. Das ist von Hersteller nach Hersteller unterschiedlich. Und wollen dann von denen halt wissen, wie sollen wir jetzt vorgehen. Okay. Heißt, wir holen uns die Informationen von denen zu. Manchmal sagen wir einfach nur neu abdichten, wenn die Feuchtigkeit jetzt, wir bleiben jetzt einfach mal beim Beispiel, Heckscheibe wäre undicht. Feuchtigkeit zieht sich irgendwo unten in den Bereich rein. Dann gehen wir hin, sagen, okay, wir haben mit drinne gemessen, Feuchtigkeitswert ist zu hoch, höher als Standard und sagen dann zum Hersteller, was sollen wir jetzt machen? Ja, okay. Hersteller sagt, wie gesagt, entweder einfach nur neu eindichten oder falls der Schaden jetzt schon fortgeschrittener ist, kommt da was dazu wie Teilersätze oder Heckwandtausch. Okay. Das wäre jetzt der größte Umfang, den wir haben. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, man bekommt meistens Anweisungen dazu, ob wir direkt abdichten dürfen oder ob wir erstmal abwarten müssen. Okay. Ja, ist doch schon mal interessant. Und da würde ich vorschlagen, wir reden noch währenddessen jetzt, während du testest, weiter natürlich. Es gibt ja bestimmt noch einige Fragen. Ich habe mir auch schon einige notiert. Aber wir fangen einfach mal an, dann seht ihr mal, wie sowas abgeht. Und ein paar Fragen streuen wir noch zwischendrin ein. Übrigens, wegen der Geräuschehupe, wir sind hier im Werkstattbereich. Genau. Das heißt, es gibt immer ein paar Nebengeräusche, das lässt sich nicht vermeiden. Wir stehen zwar so ein bisschen am Rand extra, dass wir in Ruhe filmen können, aber es kann natürlich sein, dass man ein paar Geräusche hört. Also das bitte mir schon mal zu entschuldigen, aber ist ja normaler Betrieb hier, logischerweise. Ja, dann los geht's. Ich übernehme die Kamera, der Tobi hat den Anfang gefilmt. Genau, also wir haben jetzt natürlich immer wieder Unterschiede von Fahrzeug zu Fahrzeug. Also wenn wir jetzt hier ein größeres Modell haben, mittleres, kleineres Modell. Also hier ist ein Concorde, übrigens da vorne, genau. Immer bei uns Vorarbeit, das heißt, um die Übersicht zu verlieren, jeder Monteur hat da so seinen speziellen Prüfplan, sage ich mal. Aber wir gehen eigentlich schon immer von außen drumherum nach innen vor, um dann zu sehen, okay, wie sieht der generelle Fahrzeugzustand aus? Wir müssen ja auch kontrollieren, kommt der Wagen sauber an, kommt der Wagen komplett verdreckt an mit Schlamm an den Seiten, mit Regenstreif, mit Grünspan. Fahrzeuge, die auf dem Campingplatz einen Dauerstellplatz haben, kommen meistens verdreckter an als Fahrzeuge, die unterwegs sind. Ne? Ja gut, meiner war jetzt auch unterwegs. Ihr seht, hier ist ein bisschen Dreck dran. Ne? Das ist aber noch das wenig. Geht noch, das ist vergleichsweise wenig. Er war zu Hause noch sauber. Ja? Genau. Ich muss sagen, für uns ist es leichter, wenn wir ein Fahrzeug haben, was sauber ankommt. Ja. Weil wir halt einfach dadurch auch Undichtigkeiten, die in Zukunft stehen können, schneller feststellen können. Ja, klar. Also wir sehen da eher, wenn die
jetzt an einem Dachfenster die Dichtmasse komplett eingesaut ist mit Blütenstaub, mit verschiedenen Blättern, sehen wir den Zustand davon nicht und können daher nicht da ausgehen, ob das jetzt ein Risiko birgt oder nicht. Okay, also wichtiger Aufruf, Auto, Wohnwagen vorher putzen. Gilt genau. Auch fürs Reisemobil, ne? Ich meine, genau. Die Dichtigkeitsprüfung, die wir jetzt machen, läuft ja beim Reisemobil ja, ja. So ähnlich ab wahrscheinlich. Diese ne? Kleinigkeiten ne? Sind relativ egal. Das ja, ja. Läuft bei Fahrzeugen eigentlich immer gleich ab. Wir haben halt unterschiedliche Beblankungen von innen. Je nachdem können wir mit einem Hydrometer, was wir gleich auch noch zeigen, ja. Messen. Oder halt auch nicht, oder nur Sichtprüfungen durchführen. Aber wir waren jetzt gerade beim Thema Vorbereitung treffen. Genau. Also du hast ja gesagt, wenn der Wagen ein bisschen sauber ist, ist es schon mal gut. Genau. Gibt es weitere Vorbereitungen, die man treffen kann, bevor man jetzt zu euch kommt, zur Dichtigkeitsprüfung? Am besten Wagen so gut wie es geht leer räumen. Okay, ja. Habe ich jetzt nicht gemacht, leider. Ja, das ist... Ja. Es kommt immer darauf an, ob es wirklich vollgeräumt ist. Ja, im Wagen, die kommen ja an, da sind Tische, Stühle drin am Liegen, führt Vorzelten, alles. Ach so. Da stolpert man erstmal drüber und das hält natürlich einen auf. Das ist wirtschaftlich besser und auch für die Gründlichkeit besser, wenn wir das Fahrzeug so gut wie es geht leergeräumt bekommen. Okay. Ja, also wir wollen nicht, dass jeder Kunde sein komplettes Hab und Gut da rausschmeißt. Also ja, mal. Ja, klar. Aber es ist einfach angenehmer, auch zum Arbeiten. Und es geht schneller. Okay. Das, wo wir gerade dabei sind, die Prüfung vornehmen, kann ja nur der Händler, der auch autorisiert ist vom Hersteller. Genau. Ne? Heißt, wenn man ein Handelspartner ist von einem bestimmten Hersteller, muss man auch zu diesen Handelspartnern hinfahren, damit die Dichtigkeitsgarantie ja, halt einfach aufrecht bleibt. Ne? Genau, also das ist wichtig zu wissen für euch, wenn ihr einen Wohnwagen habt. Ihr seid jetzt Detlefs Handelspartner. Genau. Ihr habt keine Detlefs im Verkauf, genau. Aber ihr seid Servicepartner von Detlefs. Das heißt, die Wartungsarbeiten dürfen durchgeführt werden. Genau. Ne? Hobby fänd ja sowieso. Und deshalb müsst ihr schauen, dass ihr einen Händler raussucht, der auch eure Marke an Wohnwagen quasi die Prüfung abnehmen darf und eintragen darf. Ne? Die muss ja eingetragen genau. Werden im Serviceheft oder in. Gibt es ja ein Heft, wo es eingestempelt wird. Und das ist wichtig zu wissen für euch. Genau. Genau, okay. Alles klar, wenn wir jetzt mal anfangen würden. Ich habe jetzt schon erstmal bereitgestellt, Leiter hingestellt, um einfach mal aufs Fahrzeug zu schauen. Wir fangen jetzt mal von oben herab an. Also du gehst von außen nach innen vor, quasi, genau. Wenn man so will. Genau. Heißt, ich gucke mir jetzt erstmal an, wie sieht das Fahrzeug von oben aus. Und einfach nur den Gesamtzustand. Das ist schon mal ganz gut, dass das Dach sehr sauber ist. So können wir auch schon mal im Bereich Dachluken, Kederleisten und zum Beispiel hier vorne Dachkamin sehen, wie sieht das Ganze aus und haben wir hier wirklich ein Bild, wo wir sagen können, die Dichtmasse ist noch vollkommen in Ordnung, die hat keine Alterungserscheinungen, die ja durch UV-Strahlung etc. entstehen kann. Kommt natürlich immer darauf an, wo steht das Fahrzeug, wo ist das Fahrzeug gelagert. Wenn wir jetzt ein Auto haben, hat immer irgendwo, was beim Offenen steht, ist der Alterungsprozess schneller. Das siehst du so, was siehst du direkt, ja? Das sieht man an zum Beispiel den Kederdichtgummis. Ah ja, die oben stimmt. Drauf sind. Die sind zwar UV-beständig, aber jeder Gummi hat einen Alterungsprozess. Manche Fahrzeuge kommen nach 2 Jahren an und man sieht, dass der Wagen durchgehend in der Sonne steht. Okay. Einfach nur, weil die Gummis porös werden und so eine Lederhautschicht bilden von oben. Und daran kann man erkennen, okay, der Wagen ist nirgendwo in einem Carport, in der Scheune untergebracht, in der Garage untergebracht. Und da muss man dann natürlich präziser umgehen mit der Dichtigkeitsprüfung. Okay. Ah ja, interessant zu wissen. Aber wenn wir hier sehen, wir haben ja die Dachluken, da vorne die Einführung für die Markise, die elektrische. Da muss ich gleich nochmal auf die andere Seite gehen, um genauer nachzuschauen. Aber sonst sieht das Bild hier oben ganz okay aus. Die Dichtgummis sehen alle gut aus. Wir haben jetzt hier keinen Dichtgummi unter der Kederleiste separiert. Aber sonstiger Eindruck, würde ich sagen, ist so vollkommen in Ordnung. Von außen können wir natürlich immer nur grob beurteilen. Das, was man sieht, können wir prüfen. Alles, was unter Verkleidungsteilen ist, unter den Kederleisten ist, können wir natürlich Sichtprüfungen schwer nachvollziehen, ob ja, das klar. Alles in Ordnung ist. Also du baust keine Teile ab jetzt. Das wäre ja vom genau. Aufwand her viel zu hoch. Genau. Ne? Das wäre viel zu hoch. Das wird der Hersteller auch so nicht bezahlen, wenn wir dadurch bei der Prüfung was feststellen würden. Ja, ja, okay. Ich würde sagen, das meiste sieht man nachher im Innenraum. Ja, ja, genau. Ja. Innen drin siehst du es ja genau, genau. Notfalls. Ja, in die Schranken, wenn wir die Prüfung so. Von innen machen, wissen wir, okay, mit dem Hygrometer, was ich gleich noch zeigen werde, da sind wir auf jeden Fall safe und wissen, da ist Undichtigkeit. Okay, ah ja. Ich bewege die Leiter gerade noch mal nach drüben ja. Und schaue mir da noch mal die Dacheinführung an, weil das schon eher interessant ist. So, wir nehmen euch jetzt natürlich nicht die ganze Zeit mit, die genau. Stunde, weil das wäre vom Video her zu lang.
sondern wir blenden dann immer mal so zwischendrin was ein oder ich lasse mal einen Schnelldurchlauf laufen, weil sonst wäre wirklich der Aufwand ziemlich hoch. Was auch ganz interessant ist, hier oben bei der Dacheinführung, wenn wir so kleine Teile haben, die verklebt sind, machen wir es ganz einfach und bewegen ein bisschen was, mühweit, um zu schauen, ob es auch fest sitzt, ob wir auch sehen können, hat sich das nicht gelöst, hat sich der Kleber nicht gelöst, weil es natürlich ein Teil ist, was nur verklebt ist. Wenn da die Klebevorbereitung nicht korrekt war, kann sich das Ganze lösen und dadurch natürlich auch noch Undichtigkeiten stehen. Ah ja, okay. Aber das sieht alles in Ordnung aus, das passt. Also das reicht schon mal vom Außenbild, dachseitig, sind wir jetzt in dem Bereich dann fertig. Okay, sehr gut. Die Prüfung dauert insgesamt, wie lange dauert es, eine Stunde ungefähr? Kommt natürlich immer auf die Fahrzeuggröße an. Ja, klar. Bei kleineren Fahrzeugen, mittleren Fahrzeugen würde ich sagen 45 Minuten bis eine Stunde. Okay. Bei großen Fahrzeugen rechnen wir immer ungefähr mit anderthalb Stunden bis eine Stunde 45. Okay. Um da safe zu sein und auch wirklich jeden Winkel kontrolliert zu haben. Ja, okay. Ja. Jetzt hilft uns natürlich, vom äußeren Zustand beurteilen zu können, wie sieht das Ganze aus. Zur Dichtigkeitsgarantie zählt nicht nur die Aufbauverbindungen und Kabeldurchführung, Dachdurchführung, Anbauten, sondern auch Thema wie Dichtgummis. Ja, okay. Und Schwallwasserdichtungen. Wenn wir hier sehen, ein Dichtgummi hat eine Alterung, ne, was nach einer gewissen Zeit auch schon mal passieren kann, oder durch eine mangelhafte Konstruktion, durch einen mangelhaften Einbau, hat sich hier irgendwas geklemmt und der Dichtgummi reißt an einer bestimmten Stelle mal ein. Ja. Dadurch kann natürlich auch eine Undichtigkeit entstehen. Okay. Das heißt, die Gummis werden mitgeprüft? Genau. Heißt, Dichtgummis werden generell immer mitgeprüft. Egal, ob von der Aufbautür, von Fahrerhaustüren, selbst wenn es jetzt bei einem Reisemobil eine standardmäßige Mercedes-Tür ist, ja, prüfen wir die trotzdem mit, weil die ja auch zur Dichtheit. Genau, die gehört ja auch dazu. Genau. Genau, okay. Heißt jetzt auch, wir gucken nach, wie sitzt die Tür? Oben und unten, hat die einen Buckel? Ah, dass sie keine Spalte hat, wo Kurve, was er eindringen könnte dann quasi. Genau. Einfach nur mal grob drüber schauen. Man sieht das ja ganz gut im Profil. Wie sieht das Ganze aus? Okay. Ja, sitzt die gerade drinne? Ja, genau. Guckt die Spaltmaße, sitzt die nicht schräg bei der Tür? Die sitzen meistens gerade, aber manche Hersteller kann man schon ihre einstellen. Ja, okay. Dann kann es mal sein, dass, wenn die mal falsch eingestellt ist, falls sie mal aufgeflogen ist vom Wind, wissen wir, okay, kann auch sein, dass da der Dichtgummi nicht mehr richtig anliegt. Das prüfen wir auch mit. Okay. Auch Thema hier. Komplett am Rahmen entlang, gucken, ob hier ein Spalt entstanden ist, Beschädigungen etc. Viele Hersteller wollen auch noch mal, wenn man ein Prüfheft hat, dass man auf Beschädigung kontrolliert. Ah, okay. Äußere Beschädigung ist klar, wenn hier ein Loch in der Seitenwand ist, ist klar, ja, dass da eine Undichtigkeit ist. Ja, klar. Aber auch wenn hier ein Rahmen ein Stück weit abgesplittert ist, genau am Rand, kann er auch sein, der Kleber hat sich dahinter gelöst, da kann Wasser eindringen. Okay, wenn aber jetzt hier ein Loch drin wäre, aufgrund eines Unfalls oder was auch immer, genau, wäre auch kein Garantiefall in dem Sinne wahrscheinlich. Nee, ne? Nee, klar. Hat ja, ist ja ein Unfall. Ne? Genau, genau. Okay. Ist ja nicht im Zuge, wir müssen das nur dokumentieren, damit der Hersteller weiß, okay, da war mal ein Schaden. Ja. Wenn wir direkt einen, sag ich mal, du wirst jetzt hier hinkommen mit einem Schaden an der Seitenwand, dann würden wir sagen, gut, im Zuge der Dichtheitsgarantie können wir jetzt auch einen Kostenvoranschlag erstellen für eine Reparatur. Ja, klar. Und dann würden wir es nicht mit eintragen, weil wir wissen, okay, wenn du auf das Angebot eingehst, das Ganze zu reparieren, wäre es für uns unnötig, das zu dokumentieren, weil es eh repariert wird. Dann ist es fachmännisch repariert. Genau. Wie ist es denn, oftmals eine Frage ist, wenn du jetzt selbst hier so eine Steckdose einbaust oder sowas, ja, dann gibt es ja die Mythen, die sagen, wenn ich was selbst hier einbaue, dann erlischt die Dichtigkeitsgarantie. Das ist nicht eine Grauzone, das ist vom Hersteller vorgeschrieben, es muss fachmännisch gemacht werden. Okay. Heißt, wenn ich jetzt selber als Endverbraucher hingehe und sage, okay, ich baue mir jetzt hier selber eine Steckdose ein, selbst wenn ich Ahnung davon habe und weiß, was ich für Material nehmen muss, für Materialvorbereitung, wenn da eine Unsicherheit entstehen sollte, die jetzt wir zum Beispiel, wir haben das Ganze nicht eingebaut, sagen, okay, müssen Sie gerade selber schauen, fahren Sie zu dem Händler, wo Sie es lassen, also einbauen. Machen das haben, genau. Genau. Aber wenn ich jetzt was eingebaut habe und da wäre eine Undichtigkeit, ist das natürlich mein Problem. Genau. Aber wenn jetzt auf der anderen Seitenwand eine Undichtigkeit wäre, hätte das ja mit dem nichts zu tun, da hätte ich auch eine Garantie dafür. Genau. Okay. Selbst wenn es ja von uns nachgerüstet ist, dann haften wir genau dafür. Genau, ja, ja, klar. Wir haften dann dafür und der Hersteller wird natürlich dann sagen, gut, serienmäßig wurde der Wagen ohne eine Steckdose hier ausgeliefert. Ja, ja, klar.
der ist ja auch nicht blöd. Ne? Nein, nein, das ist ja klar. Aber es ging ja darum, wenn Leute selbst was einbauen, nach dem Motto, ist die Dichtkeitsgarantie weg, das stimmt natürlich dann nicht. Genau. Nur für das Teil, wenn da eine Unigkeit wäre, wäre der Hersteller nicht haftbar, weil es ja nicht von seinem in seinem Werk gemacht worden ist. Dann ist das Thema durch. Wir in der Gewährleistung drin und müssen sagen, okay, wir haben da einen Fehler gemacht und müssen das Ganze korrigieren. Genau, wenn ich es selbst gemacht habe, bin ich selbst dran schuld. Genau. Genau, okay. Genau. Nee, das ist gut zu wissen. Also vom Außen waren wir natürlich auch Rahmenfenster. Genau, ich habe jetzt Rahmenfenster, genau. Da gehen wir jetzt davon aus, wenn die hier alle flach anliegen, dass das Ganze dicht sein sollte. Wie gesagt, alles draußen Sichtkontrolle. Ja, hier wird nichts gemessen. Wir kontrollieren nur, was wir sehen. Meistens kontrollieren wir auch mal hier, wie die Fenster anliegen. Sind die Dichtgummis komplett dran? Das kann man hier eigentlich ganz gut sehen, wenn hier ein schwarzer Abdruck hinter ist. Dann sollte der Dichtgummi auch komplett anliegen. Okay. So, ich schau mal gerade, wenn wir hier an der Klappe ankommen, das Hygrometer. Das können wir auch einmal gerade zeigen. Dass das Hygrometer oder jetzt auch hier in dem Namen Protimeter. Also heißt Feuchtigkeitsmessgerät für den Laie. Genau. Ne? Also Feuchtigkeitsmessgerät. Genau. Das können wir einmal anschalten. Da macht das gerade einen Selbsttest. Wenn ich jetzt einfach mal die Hand gegenhalte, weil klar, in der Haut ist mehr als genug Feuchtigkeit drin. Ja, klar. Schlägt das komplett aus. Ja. Wir haben hier zwei verschiedene Modi. Einmal mit der Rückseite hier zu messen. Oder wenn man das Ganze umstellt, haben wir hier oben Messspitzen. Ah ja, genau, so hat man es schon mal gesehen, genau. Genau. Ja. Mhm. Damit messen wir, wenn überhaupt, nur im Untergrund. Viele Hersteller sagen aber auch, man soll damit nicht messen, weil klar, man macht Löcher damit in den Untergrund rein. Ach so, ja, deswegen, genau. Wir benutzen es meistens nicht, okay. Muss man dazu erwähnen. Wir benutzen meistens nur die Seite hier, die natürlich keine Oberfläche beschädigen kann. Genau, ja. Ja. Heißt, wir machen jetzt hier einmal Sichtkontrolle normal von der Klappe außen, wie die anliegt. Genau, wenn die jetzt nicht anliegen würde, könnt ihr auch durch die Fahrt Feuchtigkeit eindringen. Regenwasser zum Beispiel, ne? Genau, Spritzwasser, Regenwasser. Spritzwasser, genau. Alles drum und dran. Wenn wir das hier jetzt aufmachen, haben wir hier schon direkt eine erste Oberfläche, die wir messen können hiermit. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Beplankung außen, Alu und innen Holz. Damit ist das Messen hier möglich. Wenn wir jetzt eine Beplankung haben von innen auch Alu, das funktioniert dann hiermit nicht, weil bei Alu wird er direkt komplett ausschlagen. Ja, ja, okay. Heißt, wenn wir jetzt hier drüber gehen, sehen wir hier, zeigt er nichts an. Selbst wenn er mal einen kleinen Ausschlag macht für 10%, das ist komplett normal. Das kann durch Kondenswasser entstehen, das kann durch die generelle Porigkeit vom Material entstehen. Wenn das Material nicht komplett luftdicht ist, zieht es natürlich auch Feuchtigkeit rein, aber nur die normale Luftfeuchtigkeit. Okay. Heißt, hier haben wir jetzt gesehen, hier sieht alles in Ordnung alles aus. Alles gut, ja. Genauso auch wieder auch Kontrolle, der Gummi, genau. Dichtgummi. Und auch mal Kontrolle, wie sieht das hier drinnen aus? Fühlt man hier irgendwas an Feuchtigkeit? Einmal jetzt komplett drumherum gehen, links und rechts am Rahmen, ob man hier irgendwas misst. Hier haben wir so, wie es aussieht, das ist halt Gasaußenanschluss. Genau. Okay, der ist wahrscheinlich nachgerüstet. Den hat der Händler, wo ich ihn gekauft habe, nachgerüstet, genau. Genau. Trotz dessen, selbst wenn es nachgerüstete Teile sind, wir kontrollieren es ja trotzdem. Ja, okay. Weil es für uns nicht nur wichtig, dass das im Rahmen der Herstellergarantie ist, sondern auch natürlich für den Endkunden ja einfach ein gutes Auto bleibt. Ne? Genau. Ja. Also es ist egal, ob es von uns nachgerüstet wurde oder nicht, wir kontrollieren es trotzdem. Okay. Wir sagen jetzt endlich, wenn ihr mit was falsch sein sollte, dem Kunden gut fahr, aber dann bitte zu deinem Händler, wo du es eingebaut hast. Wenn es dann natürlich in der Gewährleistung ist. Sonst kann sich der Kunde natürlich entscheiden, jo, lass es gerade hier machen, wir sind ja eh hier. Ja, ja, genau. Und dann fahren wir jetzt zum Händler hin. Na? Gut, das neu einzudichten ist jetzt ja auch nicht so ein Riesenaufwand wahrscheinlich, ne? Wenn das jetzt undicht wäre, ne? Das ist ein kleines Bauteil, das sind vier Schrauben und eine Gasverschraubung, das ist nichts, wo ich jetzt sage, das kriegen wir gerade nicht hin. Genau, ja, ja. Das ist auch meistens dann im Rahmen von uns, wo wir sagen, gut, machen wir gerade nebenbei. Ja, ja, genau, okay. So, jetzt vorne angekommen, können wir hier natürlich auch nicht viel sehen. Wir sehen hier ein bisschen Dichtmasse, die sich hier rausdrückt, was auch ganz gut ist so. Genau, die Dichtmasse soll ja so bleiben, ne? Genau. Wir haben natürlich viele Fahrzeuge, wo das mal bei den Kederleisten seitlich rauskommen kann. Nach einer Zeit viel Sonneneinstrahlung, Dichtmasse erhitzt sich, wird flüssiger und tritt dadurch natürlich irgendwo, weil es sich ausdehnen muss, nach außen hin auf. Und viele Kunden sagen, das sieht nicht so schön aus. Ne? Genau, schön ist es nicht, ja. Und wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, das musst du bleiben, aber viele Hersteller sagen, wenn wir dadurch Anträge stellen,
im Rahmen der Dichtheitsgarantie müssen wir das da lassen, weil wir sonst Dichtmasse rausziehen aus der Verbindung und dadurch eine potenzielle Undichtigkeit entstehen kann. Ja, ja, genau. Ja, so. Schön ist es nicht, das ist ja MS-Thema, ne? Baller. Guck mal, nehmen wir hier oben. Ja. Ach, da oben ist der Griff. Gut. Also normalerweise gehört der Gaskasten ja selber nicht zu einer eingetragenen Dichtigkeitsgarantie mit drin. Das wollte ich gerade fragen, weil der ist ja ab und zu mal, kann ja feucht werden innen drin. Genau, ne? Und Gaskasten muss ja Luft bekommen. Ja, das heißt, wir haben meistens unten irgendwo unverschließbare Lüftungsöffnungen drin. Genau, wie im Gas, ja. Genau, das sind meistens so, ja, sagen wir 30 Quadratzentimeter, 50 Quadratzentimeter unverschließbarer Lüftungsraum, Lüftungsöffnungen, die auch von der ZKF vorgeschrieben sind, damit, wenn Gas mal undicht sein sollte, das auch entweichen kann, genau, und nicht drin stehen bleibt. Ja, trotzdessen haben wir hier auch Holz, was wir prüfen können. Ja. Heißt, wir machen wir das ganz normale Gerät ist an und gehen hier oben entlang an den Verbindungen, kontrollieren hier nach und nach auch mal in den hintersten Ecken. Frontbereich, sieht alles vollkommen in Ordnung aus, keine Beschädigungen, keine Dichtmassen, die irgendwo zu weit rausquillen, keine Spaltmaße, die so aussehen, als ob da Wasser eindringen könnte. Genauso wie hier, das sieht alles noch gut aus. An der Seitenwand genauso. Ja. Wie gesagt, immer wieder. Die Dichtigkeitsprüfung muss ich ja machen im Laufe der Garantie. Je nachdem, was für wie lange ich Garantie habe am Wagen, so lange mache ich die. Genau. Macht es auch Sinn, die danach bei dir machen zu lassen, freiwillig? Habe ich da irgendeinen Vorteil, außer dass ich die Undichtigkeit feststellen könnte jetzt dadurch? Aber Garantie habe ich ja keine mehr. Oder gibt's Art Kulanzregelung? Genau, es gibt Kulanzregelungen. Das entscheidet der Hersteller für sich selber. Ja, klar. Letztendlich. Wenn wir jetzt mal ein Jahr nach Dichtigkeitsgarantie denken, kann der Hersteller sagen, okay, wir haben die Dichtigkeitsgarantie in den letzten Jahren immer wieder durchgeführt, in der Karenzzeit drin. Und jetzt, weil genau ein Jahr danach auffällt, okay, hier ist eine Undichtigkeit entstanden, übernehmen viele Händler Materialkosten oder Arbeitszeiten aus Kulanzgründen und zu sagen, gut, wir sind ja einfach kundenfreundlich, wir wollen natürlich eine Kundenbindung irgendwo bewahren und sagen deswegen, komm, sag ich mal, scheiß drauf, wir bezahlen das jetzt. Ne? Ja, ja, okay. Du meinst nur den Händler, du meinst die Hersteller, oder? Du hast eben Händler gesagt. Ach so, Hersteller. Du meinst Hersteller, genau. Okay, das ist nämlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt noch, ja. Mhm. Alles genauso wie hier auf der Seite auch Außendosen weiter kontrollieren. Ja, wie immer, ja? Ja, genau. Genau, was ich auch immer ganz gern mache, einfach mal gerade das Kühlschrankgitter auf, um auch hier an den Rahmen ranzukommen. Ah ja, um das zu sehen. Wie sieht das aus, genau. Weil das hier sieht alles nah anliegend aus. Und das hier wieder zu. Genau, hier unten auch Kederleisten, hier sind auch Verschraubungen hinter, dass die flach anliegen, ist natürlich auch essentiell. Ja, okay. Wir haben hier wahrscheinlich mal Dunstabzugshaube. Ja, das ist Dunstabzugshaube. Die brauche ich ehrlich gesagt, die war mir drin, ja. Ja, gut, ne? Muss man mit leben, ja? Wenn man was hat, was man nicht braucht, hat man nicht trotzdem. Ja, nützt nichts, ja. So. Genauso hier die nachgerüstete Sog. Genau, ich habe eine Sog nachgerüstet. Mal nachschauen, ja. Wie das hier drumherum aussieht. Ist der Lüfter noch dicht? Ist generell die Klappe dicht? Wie sieht der Dichtgummi aus? Ja, wir haben auch hier bei solchen nachgerüsteten Teilen kann es mal sein, dass sich ein Kabel beim Dichtgummi verfängt nach einer Zeit, sich der Dichtgummi an der Stelle halt einfach abnutzt oder beschädigt wird. Ja, okay. Das hat aber sonst, hier sieht man auch keinen Wasserverlauf drin, das sieht alles in Ordnung aus. Gehen wir mal rein. So, das heißt, außen sind wir fertig, jetzt gehen wir rein, ne? Genau, erst außen sind wir erstmal im Groben fertig. Und jetzt können wir wirklich auch anfangen, das Gerät richtig zu nutzen. Wenn wir jetzt einfach mal hier anfangen, müssen wir schauen, dass wir hier natürlich ein bisschen freiräumen und das Ganze dann hier Aufbauverbindungen oben, Seitenwand zu Dach, einfach mal hier mit entlang fahren und schauen, wie sieht der Feuchtigkeitsanteil aus. Okay. Das reicht eigentlich schon für die Ecke. Okay. Als einmal drüber fahren, Seitenwand, Dach, um zu schauen, wie sieht es da drin aus. Wenn wir da nichts feststellen, dann wird auch hier nichts sein, weil hier ja nichts eintreten kann. Genau, da oben die Dachfläche. Aber das heißt, du würdest ja auch sehen, wenn was wäre. Verfärbung hier, genau, ne? Würdest ja auch sehen. Allein das machst dadurch, du jetzt quasi bei allen Schränken, machst du das einmal jetzt, genau, ne? Genau. Allein dadurch, dass wir ja hier einen relativ hellen Holzton haben, wird man ja schon sehen, wenn da was drauf wäre. Wird man sehen, dass da irgendwas verfärbt ist, genau, ne? Man sieht es hier ganz gut, ne?
Ich glaube, beim Nähmarsch jetzt sind mit bei alle Schränke, das ist, glaube ich, zu viel. Aber ihr habt jetzt, ihr seht ja, was da gemacht ist. Und ich glaube, das kann man ja auch zu Hause machen. Wenn man da vermutet, da ist irgendwas, kann man da reingucken und sieht dann schon, ob irgendwo Verfärbungen dran sind. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Ne? Deswegen empfehle ich auch immer jedem Kunden von uns, wenn ihr das Fahrzeug mal waschen solltet oder der Wagen steht draußen im Starkregen, guckt in sporadischen Abständen mal nach, einfach nur, um sicher zu gehen, okay, jetzt selbst nach einem Jahr eine Dichtigkeitsprüfung zu machen, ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist einfach nur eine Momentaufnahme. Ja, ja, genau. Aber Eigenkontrolle ist auch dabei das A und O. Ja, wir müssen ja auch immer selber darauf achten, in welchem Zustand befindet sich mein Fahrzeug. Ja, ich habe auch ein Eigeninteresse, dass er halt in Ordnung ist, genau. Genau. Notfalls würde ich ja vorher schon mich melden, ne? Genau. So, hier haben wir jetzt mal ein kleines Beispiel. Hier schlägt er ganz plötzlich extrem rot aus. Heißt aber nicht, dass er eine Undichtigkeit ist. Okay. Wenn wir so einen extremen Ausschlag haben von 0 auf so, heißt es meistens, dass hier Alu-Einlagen drin sind. Ah ja. Hier hört man es doch ganz gut. Ja. Hört sich ein bisschen. Und warum sind da Alu-Einlagen drin? Ah, weißt du warum? Verstärkungen meistens. Verstärkung von der Markise. Genau, mal Markisen. Meistens hier irgendwelche Verstärkungen. Manchmal haben wir Holzeinlagen drin. Aber es kommt von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Ah ja, interessant, ja. Also wenn ihr das, es gibt ja einige, die einen privaten Wohnwagen gebraucht kaufen wollen und kaufen sich irgendwo so ein Feuchtigkeitsmessgerät, ist vielleicht auch ein Hinweis, wenn da was ausschlägt auf plötzlich, dann hat das nichts mit Feuchtigkeit, sondern gegebenenfalls wie eben hier die Alu-Einlage. Wenn der schon so einen Feuchtigkeitswert anzeigt, der war ja sehr, relativ hoch, wird man auch eine Verfärbung sehen nach der Zeit. Okay, ja, ja, genau. Eine Sache, die auch ganz interessant ist, wo ich gerade das hier sehe. Hier haben wir immer einen Stoß drunter vom Holz. Von der Holzplatte zu der Holzplatte. Das sind meistens die Stellen, wenn Feuchtigkeit im Dach sein sollte, drückt es sich meistens hier raus. Ah ja, okay. Weil das ist ja nur ein Aufkleber, ein Nikonstreifen. Genau. Und das ist auch, wenn der sich mal anfängt abzulösen, ist entweder ein Zeichen für einfach nur Alterung oder ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit oben drin ist. Ah ja, muss man auch einen Blick drauf haben. Genau. Okay. Dasselbe ist auch einfach mal hier Dachluken, kontrollieren wir natürlich auch von innen. Einfach nur einmal drumherum fahren, um zu sehen, schlägt er irgendwo aus, liegt hier irgendwo eine Feuchtigkeit an. Von außen haben wir nur Sichtkontrolle, von innen können wir auch wirklich mit realen Werten messen. Okay, ja gut, ja, sehr gut. Ja, genau. Da nachzugucken, wie sieht es hier vorne aus. Wir haben unten zum Beispiel eine Zwangsbelüftung drunter. Die ist natürlich auch nochmal ein Durchbruch zum Boden hin. Und hier schauen wir einfach mal nach und nach, so an einigen Stellen, wie sieht es hier aus. Also hier kann ich jetzt nichts messen in dem Bereich, weil das sind ja alles Verblendungen. Das sind Verblendungen, die genau. Drin sind. Genau. Also da müssen wir sagen, okay, da müssen wir auf unseren Eindruck von außen vertrauen und sagen, jo, von außen sah alles gut aus. Ja. Genauso wie in der Küche, nicht in der Küche, genauso wie hinten in der Dusche. In der Dusche geht auch nicht, ne? Hier ist ja alles nochmal verblendet. Ja. Heißt, hier müssen wir auch sehen, okay, sind hier mal Lauchspuren unten gewesen. Aber da müssen wir auch dann drauf vertrauen, was hat der Kunde mal mitbekommen. Ja. Wie sieht der das? Wie sieht es von außen einfach aus? Gut, hier ist auch, glaube ich, Thema Dusche. Könnt ihr ja von hier aus gar nicht testen, ob die undicht wäre. Ist ja auch so ein Thema, weil da dusche ich ja und lasse Wasser laufen. Das könnte ja auch sein, dass es irgendwie ein Thema wäre. Genau. Aber ist keine Dichtigkeitsgarantie, oder? Weil ja Wasser von außen nach innen dringen muss. Das wäre ja hier gar nicht der Fall, ne? Wenn die Dusche selber undicht ist. Ja. Wenn die Dusche selber undicht ist, dann zählt das zur normalen Garantie. Genau, hat nichts mit der Dichtigkeitsgarantie zu tun. Nee. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger, war ich eben auch kurz verwirrt. Ja. Dichtigkeitsgarantie hat ja nur wirklich mit dem äußeren Einfluss nach innen. Genau, steht ja überall drin, von außen nach innen Feuchtigkeit. Genau. Das hat ja hier nichts von außen nach innen zu tun. Gehen wir einmal hier entlang, nochmal um die Tür herum. Hier lässt sich auch ganz gut messen, hier haben wir genug Platz für die Türkometer. Ja, das stimmt, ja. Hier sieht auch alles in Ordnung aus. Genau, also so im Groben und Ganzen wäre man jetzt hier drin fertig. Spray, das kommt jetzt auch direkt von Detlefs. Ah ja, okay. Speziallichtmittel für die 6-Jahre-Garantie. Geht einfach nur, natürlich wie es hier auch steht, Dichtigkeit der Detlefs-Aufbauten, um die zu gewährleisten. Und hier steht auch drin, womit man das Ganze jetzt einsprühen soll. Okay, das ist also quasi vorgeschrieben für die Dichtigkeitsprüfung, dass man das Spray verwendet im Unterboden wahrscheinlich. Hier haben wir Anschluss Fußbodenplatte. Heckwand, Anschluss links, Fahrtrichtung, Seitenwand, rechts, Fußbodenplatte, Bugwand, Seitenwand, links, rechts. Einfach nur die ganzen Verbindungen unterm Fahrzeug. Okay. Ja. Ich habe schon extra jetzt schön Handschuhe angezogen. Ja gut, muss ich ja schützen, genau. Weil das ist aber ein Spray, dass man das abdichten soll, wo du Undichtigkeiten feststellst mit dem Spray. Damit dicht man nur ab. Dicht man nur ab nochmal, okay.
Wir haben jetzt speziell nochmal Lex-Suchspray, falls wir Unterschiedlichkeiten feststellen, um genau zu lokalisieren, wo ist das Ganze. Das wäre so Lex-Suchspray, aber das ist immer zum Abdichten quasi. Genau, das ist normal Dichtspray. Okay. Deswegen ist auch wichtig, weil natürlich Dämpfe. Maske, ja klar. Einatmen. Ich hoffe, man versteht mich gleich mal so ein bisschen. Bisschen gedämpft. Ja, ein bisschen gedämpft ist es wahrscheinlich, aber ich kann es ja. Wir wissen ja jetzt, was du tust, ne? Ja. Also. Wir haben hier unten schon. Wie sieht man schon, hier wurde schon mal gesprüht. Wahrscheinlich dann vom Werk aus. Gehe ich schon aus, ja. Genau, dasselbe hier auf der Seite. Hier die Anschlussplatten. Hier hinten. Und das Sprühmuster gehen wir jetzt einfach nur nach. Okay. Das heißt, jedes Jahr wird das einmal nachgegangen. Einfach nur um zu gucken, okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall safe, was die Unterbodenverbindung angeht. Okay, ich halte mal ein bisschen Abstand. Genau. Also einfach nur mal hier. Einmal nachgehen. So, jetzt haben wir alles unten drunter mal eingesprüht, was es so zu einsprühen gibt, was auf dem Hersteller vorgeschrieben ist. Jetzt haben wir hier schon mal nach drinnen reingelegt das Prüfheft. Nachweis für Inspektion und Dichtigkeitsprüfung haben wir hier das erste Jahr, genau, in dem wir jetzt drin sind. Der Wagen wurde letztes Jahr zugelassen. Genau, ein Jahr alt, genau. Genau, wir machen dann das heutige Datum. Wäre jetzt dann heute der Fall, das ist der 19. Ja. Genau, der 19.10. Machen wir einmal hier nochmal. Ist eine Schrift runter. Genau, jetzt gehen wir mal davon aus, er wurde am 15.10.2022 zugelassen. Ich weiß es da nicht mehr, es war so um den Mitte Oktober. Was habe ich denn für eine Karenzzeit für die Dichtigkeitsprüfung? Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Frage. Karenzzeit. Weil ich muss ja nicht unbedingt am 15.10. kommen, genau. Da steht außer Frage, wie lange habe ich denn Zeit, die Dichtigkeitsprüfung zu machen oder nachzuholen oder was auch immer. Wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, gehe ich mal davon aus. Ne? Genau, wir haben immer unterschiedliche Grenzzeiten. Die meisten Hersteller sagen plus minus einen Monat. Okay. Heißt, wir haben eigentlich einen zweimonatigen Zeitraum, wo wir die Garantie aufrechterhalten können. Weil nicht jeder Händler hat natürlich genau an dem Tag oder in der Woche Zeit, wo der Wagen mal vor einem Jahr zugelassen wurde. Ja, klar, genau. Und dann gehen wir hin und sagen, jo, einen Monat davor, einen Monat danach, vollkommen ausreichend. Okay. Wir sind in dem Zeitraum drin, der Kunde will ja trotzdem, dass der Wagen dicht bleibt. Ja, der Hersteller kommt einem da ein bisschen entgegen und sagt, hier, ihr habt mehr als genug Zeit dafür, den Wagen in die Werkstatt zu bringen und checken zu lassen. Ne? Genau. Ja, aber denkt dran, halt euch einen Termin zu setzen und frühzeitig beim Händler einen Termin zu machen, weil das ist ja auch immer, gut, Dichtigkeitsprüfungen sind schneller wahrscheinlich wie Werkstatttermine, weil es ja gesondert läuft, jetzt zumindest bei euch, wird bei vielen so sein. Genau. Genau, deswegen aber trotzdem dran denken, einen Termin zu machen. Ich habe bei Detlefs aber gelesen, im Heft irgendwo steht drin, dass man sogar beim ersten Mal 18 Monate Zeit hat, also quasi ein Jahr plus 6 Monate. Das wäre jetzt noch gesondert, aber ich würde auch danach gehen, ungefähr Erstzulassung. Genau. Da hast du ja eh dann TÜV und Gasprüfung gegebenenfalls nach 2 Jahren. Da bist du ja eh im Rhythmus. Wir haben jetzt dieses Jahr, weil es ja ein Jahr ist, das Fahrzeug, nur die Dichtigkeitsprüfung. Nächstes Jahr haben wir dann ja alle 3, ne? Genau. Genau. Deswegen sage ich ja, also, es ist halt auch letztendlich eine Kundensache. Es gibt Kunden, die machen auch jedes halbe Jahr eine Dichtigkeitsprüfung. Auch einfach nur für sich selber. Alle halbe Jahr? Genau. Okay, na gut. Einfach nur für sich selber, um zu sagen, wir sind immer mit dem Wagen unterwegs, der Wagen ist immer draußen. Ja, okay. Wollen Sie sicher sein, dass da kein Riesenschaden entsteht. Dann gibt man lieber mal gerade 100 Euro mehr aus im halben Jahr, als nachher einen Schaden zu haben, der sich entwickelt auf ein paar tausend Euro. Ja, klar. Also okay. Halt ja, nee, klar, logisch, ja. Mhm. Aber wichtig ist, da müsst ihr darauf achten, dass es halt hier im Heft eingetragen ist, weil das ist der Nachweis, dass die Prüfung erfolgt ist, ne? Genau, das ist von auch wieder Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bürstner handelt es genauso, in der Bedienungsanleitung eingetragen, aber letztendlich einfach nur als Nachweis für den Endkunden. Weil das hier bekommt ja der Hersteller gar nicht zu sehen. Nee. Das ist eigentlich nur für den eigenen, für die eigene Aufbewahrung, auch besser zum Weiterverkauf, nachweisen zu können, jo, wir haben hier jedes Jahr die Dichtigkeitsprüfung gemacht, du kannst dir sicher sein, dass alles in Ordnung mit dem Wagen. Okay, aber ihr gebt jetzt davon keine Info an Detlefs weiter? Doch. Jetzt von dem speziell jetzt hier nicht. Aber Detlefs bekommt gesondert über das Portal von denen, wo mit mir natürlich in Verbindung stehen, eine Prüfung durchgegeben und wird gesagt, jo, hier, es ist auf jeden Fall durchgenommen worden, es sind keine Mängel festgestellt, das wird online gemeldet. Okay, das heißt, die wissen online, dass ich hier war zur Dichtigkeitsprüfung. Genau, es ist ja auch wichtig, dass immer wieder alles gemeldet wurde. Einfach nur,
um auf einem zentralen Punkt alles festlegen zu können. Ja, damit der Hersteller weiß, das und das ist schon mal passiert. Und damit auch jeder Händler darauf zugreifen kann. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, der Wagen wird jetzt hier geprüft, wird nächstes Jahr verkauft, geht zu jemandem, der irgendwo im Norden Deutschlands wohnt, genau, und geht dann da zu seinem Händler. Damit da trotzdem der Hersteller einen zentralen Punkt hat, wo alles gesichert ist und weiß, was genau mit diesem Fahrgestell passiert ist. Ja, ja, okay, klar. Ja. Genau, das heißt, ich kann jedes Jahr zu einem anderen autorisierten Händler fahren. Ich muss nicht immer zum gleichen fahren. Ich denke, das ist aber auch soweit klar. Ne? Aber wenn ich umziehe und nehme den nächsten Händler, der Neger ist, ist das überhaupt kein Thema. Kann ich machen, wo ich will. Ne? Macht am meisten Sinn. Ja, ja, genau. So, wir haben jetzt hier ein Jahr Sicherheitsinspektion abgehakt, keine Mängel festgestellt. Was natürlich, so wollen wir es haben. Ne? Genau, so wollen wir es haben. Ja. War mein Wunsch jetzt, ja. Genau. So heißt, hätten wir jetzt Mängel festgestellt, werden die hier einfach nur notiert. Kurz und knapp. Wir machen jetzt gleich noch einen Stempel hier drauf. Okay. Und damit haben wir dann das Thema abgehakt, sozusagen. Sehr schön, sehr schön. Ne? Deswegen hier gibt es auch noch näher später. Bis genau, da gibt es mehrere Jahr. Termine, genau. Ja. Einmal bis zum sechsten Jahr durch. Und wir haben ja natürlich auch immer hier weitere Inspektionen, die man noch so machen kann. Genau. Aber für uns, wir halten uns natürlich immer an das, was vorgeschrieben ist vom Hersteller. Vom Hersteller, klar. Aber das ist auch ein wichtiger Hinweis für euch. Schaut mal in eure Bedienungsanleitung rein, Inspektionsheft, wie das immer heißt, bei jedem Hersteller. Da steht auch drin, wie die vorgenommen wird und was auch für Karenzzeiten gelten. Also wichtiger Hinweis an euch, schaut mal einfach in das Heft rein, weil da stehen gute Informationen drin, auf jeden Fall. Ne? Sollte man machen. Ne? Sollte man machen, ja. Ja, so René, wir haben jetzt, ich sag mal, wirklich eine Stunde ungefähr gebraucht, also zum Zeitansatz, also eine Stunde müsst ihr rechnen, wobei jetzt mit Filmen war das ein bisschen aufwendiger. Ja, natürlich. Wenn du es alleine machst, geht es schneller wahrscheinlich. Ne? Aber ihr habt ja gesehen, wie lange das geht. Jetzt bleibt noch die letzte Frage übrig, was kostet denn so eine Dichtigkeitsprüfung überhaupt? Von was ist das abhängig? Kann man da, also wenn jeder Hersteller hat wahrscheinlich seine Vorgaben, kannst du mal so eine Hausnummer, so einen Pi mal Daumenwert einfach nennen? Pi mal Daumen, ich würde sagen im Durchschnitt für Standardfahrzeuge, Mittelklassefahrzeuge im Bereich von 100 Euro, 150 Euro in die Richtung gehend. Okay. Auch toppend natürlich, klar, größere Fahrzeuge, große Concords gehen dann mal im Bereich 300, 400 Euro. Für okay, also wir reden jetzt von den Line, von den Concord, ne, von den riesen Wohnmobilen. Genau. Die sind rein, aber jetzt soll man ein normaler Wohnwagen 100, 150 Euro. Genau. So in die Richtung gehen. Ist herstellerabhängig wahrscheinlich, ja, ne? Hersteller schreibt das Ganze auch uns vor. Jeder Händler bekommt die Vorgaben vom Hersteller. Hier in Dichtigkeitsprüfung kostet dieses Jahr 120 Euro. Und daran verändern wir auch nichts. Das heißt, der Wert, den wir bekommen, oder der Preis, den wir bekommen, ist der, der vom Hersteller direkt kommt. Also müsste theoretisch, wenn ich jetzt zu Detlefs Händler im Norden, Süden fahre, müsste theoretisch immer der gleiche Preis sein. So sollte es sein. Okay. Ne? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob das so ist bei euch. Ich weiß, da gab es schon tausende Diskussionen dazu. Aber es ist ja gut, dass es so eine Vorgabe gibt. Und wichtig ist, ihr müsst ja die Dichtigkeitsprüfung machen. Jetzt bei meinem Fahrzeug 6 Jahre. Die gilt 6 Jahre, die Prüfung, die Garantie. Das heißt, ich muss jedes Jahr hin und habe dann diese 150 Euro Kosten für die Garantie. Aber ich würde jedem von euch empfehlen, die wirklich machen zu lassen. Weil wenn in dem Zeitraum was dran ist mit Undichtigkeit, kriegt ihr es halt vom Hersteller bezahlt. Habt ihr einmal die Prüfung nicht gemacht, ist die Garantie erloschen und ihr sitzt auf den Kosten. Fall, ja. Und das sind ja relativ teure Sachen meistens. Deswegen ganz wichtiger Tipp bei Neufahrzeugen oder wenn ihr Gebrauchte kauft im Rahmen der Garantie noch sind, schaut, dass ihr die Prüfung auf jeden Fall macht. Ja, René, vielen Dank. Kein Problem, gerne. Dass wir die Prüfung begleiten durften, war für uns auch mal interessant. Weil, kleine Anekdote, am Anfang habe ich auch immer gedacht, zu Beginn, wie ich Camper geworden bin, man macht das mit so einer Druckprüfung. Innen drin macht man Überdruck im Wagen, guckt, ob irgendwo Undichtigkeiten sind. Ist ja klar, geht nicht wegen der Zwangsbelüftung. Ne? Ist ja gar das nicht machbar. Oder man stellt ihn irgendwo und ihr habt so eine Regenanlage, stellt ihn drauf und guckt, ob irgendwo Feuchtigkeit eintritt. Ja, ne? Das ist aber ganz interessant, dabei noch zu erwähnen. Viele fragen, warum nicht gewässert wird oder ob noch gewässert wird. Ah, guter Hinweis. Da sagen wir, nein, einfach nur dadurch, dass wir Feinundichtigkeiten dadurch nicht feststellen können. Wir wissen ja nicht, wir haben ja eine höhere Dichte und einen höheren Mineralanteil in Leitungswasser als in Regenwasser. Ja, okay. So, und wenn wir jetzt anfangen, mit Leitungswasser zu wässern, trinkt das Wasser manchmal gar nicht an den undichten Stellen ein. Ah ja, okay. Und wir wollen ja auch nicht das Auto fluten, komplett mit Zeug. Ist ja auch nicht im Interesse des Endkunden. Okay. Ja. Also deswegen wichtig, weil man könnte ja davon ausgehen, wie du schon sagst, das war ein guter Hinweis, das Fahrzeug wird von außen nass gemacht und guckt, wo es nass ist. Also ist ja nicht so. Insofern war es ja gut, das mal zu sehen. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Erstmal vielen Dank, René, dass wir dabei sein durften. Gerne. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Ich würde es auch weitergeben. Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir ein Like da fürs Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.